Der fromme Schlomm. Ach, ein Übel, was die bösen Buben heutzutage lesen. Sex, Gewalt und Nichtsgenutz, Comichefte, Schund und Schmutz, Anleitung zum Gebrauch von Drogen, da werden sie in Bann gezogen. Wem die Bildung einerlei, geht Goethe voll am Arsch vorbei. Max und Moritz, hier am Orte, sind Exemplare dieser Sorte. Horror-Comics lesen sie, für ihr Alter viel zu früh. Max liest gerade Die Hühnerschlechter, Moritz liest Der Friedhofswächter. Darin geht's um Leichenschänden. Wehe, wo soll dieses enden? Hochgebildet und belesen, in Rom und in Florenz gewesen, Vertreter von Moral und Sitte, Gottes Wort in Volkes Mitte, vom Schweinebraten etwas fett, doch freundlich, aufmerksam und nett, nicht zu streng, doch durchweg fromm, ist dagegen Pastor Schlomm und drum im Orte sehr beliebt, weil er oft den Segen gibt. Auch Max und Moritz, schlimme Sünder, saßen schon als kleine Kinder links und rechts auf Schlommens Schoß, nackt die Bein, weil kurz die Hose, um sich was predigen zu lassen und auch um da mal anzufassen. Und jetzt ruft der Moritz, hey, ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Max klatscht Beifall, ruft, juchai, bei diesem Streich bin ich dabei. Helle schlägt die Kirchturmuhr 12-mal über Feld und Flur. Schwupp, da schlüpft bei Mondenschein Max durchs Friedhofstor hinein. Es folgt Moritz in den Händen den Spaten, um ein Grab zu schänden. Ehrfurcht vor der toten Frieden? Der Gedanke wird vermieden. Die Hauptsache ist, es grauselt schön, wie sie es im Horrorheft gesehen. Gustav Knopp, so heißt die Leiche, und liegt an der großen Eiche. Sein Tod ist 40 Jahre her, da braucht er seinen Kopf nicht mehr. Drum wollen ihn auch die Buben haben und fangen emsig an zu graben. Bim, 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 die Uhr schlägt 3, mühsam ist die Buddelei. Bim, 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 nun ist es 4, Totenruhe wehe dir, denn endlich stößt der Spaten dumpfe auf des eingefallenen Sarges Rumpfe. So geht's zwar schlussendlich uns allen, dass wir modern und zerfallen, damit uns vom lebendigen Leibe am Ende nur's Geknöchel bleibe. Doch Max und Moritz kümmert's nicht, denn sie sind noch jugendlich. Schon hat's Moritz auf der Schippe vom toten Gustav eine Rippe und ist darob hoch erfreut, denn dann ist der Kopf nicht weit. Unterm Torfe etwas tiefer greifen sie den Unterkiefer, um dann den dicken Erdenballen mit bloßen Händen sich zu krallen. Heißer, nun sind sie am Ziel, ohne ethisches Gefühl, welches solcherlei verbiete, plumpst der Tote in die Tüte. Noch ins Loch zurück die Erde, dass auch niemand skeptisch werde, warum das Grab so zugerichtet, zurück nach Haus, der Morgen lichtet. Dieses war Teil 1 vom Streich, doch Teil 2, der folgt sogleich. Denn Pastor Schlomm fährt dann und wann schon mal gern nach Amsterdam. Teils um im städtischen Gewühle, gekleidet locker in Zivile, Lust zu wandeln an den Grachten, teils die Tulpen zu betrachten und nebenbei noch im Sexshoppe sich anzuschauen das Gepoppe in den Einzelfilmkabinen. Von den Hochglanzmagazinen kauft er schließlich 6 bis 9, um dies später zu bereuen, wenn er denkt, das will ich nun auch ganz bestimmt nie wieder tun. Denn ach, der Nachtschrank ist schon Fülle mit der Verderbnis schlimmster Gülle. Anal- und Oralverkehr, Stellungswechsel hin und her, Natursäckgar und Arschgeleck, kurz der Wollust schlimmster Dreck, alles das, was bläst und rammelt, hat heimlich Schlomm im Schrank gesammelt. Das weiß Moritz und auch Max. Ins Haus zu kommen ist ein Klacks. Als Schlomm grad von der Kanzel predigt, wird ruckzuck der Streich erledigt. Aus dem Schrank ohne Gezier holt die Heftchen man herfür,
stopft in Tüten sie hinein, stellt stattdessen Gustav rein, legt eiskalt und ganz in Ruh ein Gebetbuch noch dazu, schließt behutsam dann die Tür und macht sich fort. Schlomm, wehe dir. Als abends der zu Bette geht, denkt er sich nach dem Nachtgebet, wie's wäre, sich nach des Tages Mühen noch ein Porno reinzuziehen. Denn erstens ist dies ein Pläsier, zweitens, was kann er dafür? Drittens kann man's obendrein, viertens tun und dann bereuen. Andererseits, so viel steht fest, wär's besser, wenn man dieses lässt. Denn dafür gibt's das Zölibat, dass man sich Fleischeslust versagt. Der Nachtschrank steht ganz regungslos, der Pastor denkt, was mache ich bloß? Endlich sagt Schlomm, genug für heute, und dreht sich konsequent zur Seite. Indes der Schlaf will nicht recht kommen, Schlommen fühlt sich ganz beklommen. Er dreht sich hin und dreht sich her, denkt sich, dass er gern keuscher wär, will's für dieses Mal auch sein, doch nützt es nichts, er schläft nicht ein. Der Nachtschrank steht und schweiget stille, das Fleisch ist hart, doch weich der Wille. Ach, was soll's, sich zu kasteien, der Herr wird später schon verzeihen. So lässt Schlomm die Skrupel sausen und greift zur Schranktür. Aber Grausen, Entsetzen fährt durch alle Glieder und röchelnd sinket Schlomm danieder. Statt Gangbang, Sandwich, dicke Dödel, grinst im Schrank ein Totenschädel, ein Bild, das mannigfach verstört, weil der ja da nicht hingehört. Pastor Schlomm winselt zum Himmel, denn er ahnt nichts vom Gelümmel, das sich solchen Spaß erlaubte, mit Gustavs grabgemopstem Haupte. Stattdessen weht er Gotteszeichen und tut erzittern und erbleichen. Ja, Lebenszweck und Sterblichkeit sind Themen von Besonderheit. Sieht er erst dem Tod ins Auge, fragt sich der Mensch, ob er was tauge. So geht's auch Schlomm, dem armen Sünder, und so geht's dir und mir nicht minder. Der Büßer fasst sich an die Nase, gewichtig füllt sich die Sprechblase. Hör, ich bereue und fahr sodann niemals mehr nach Amsterdam. Max und Moritz aber sitzen derweil auf der Matratz und wichsen auf die Pornos. Wehe, wehe, wenn ich auf die Jugend sehe. Schlusswort. Tags drauf zum Friedhof schreitet Schlomm, ganz geläutert nun und fromm, damit in geweihter Erde das grause Ding begraben werde, auf das es finde ew'ge Ruh. Schlomm tut zur Tante ihn dazu. Nun liegt im Grab von Gustav Knopp eine Leiche ohne Totenkopf. Doch Tante Schlomm hat deren zwei. Nun, beiden ist dies einerlei.